Liebe Kinder, ich habe heute einen Tipp für euch gegen Langeweile. Eine Rasselbasteln. Aus einer einfachen Papprolle, die ja immer wieder zu Hause von der Toilettenpapierrolle übrig bleibt, könnt ihr eine Rassel bauen. Ihr braucht dafür die Papprolle, Butterbrotpapier, notfalls geht aber auch normales Papier, Linsen oder Reis oder Perlen oder kleine Steinchen, was ihr gerade habt. Außerdem einen Bastelkleber, eine Schere, Stifte und etwas Rundes, das größer sein sollte als die Öffnung der Papprolle. Vielleicht ein Glas. Dann geht es auch schon los. Legt eure runde Form, ich habe hier ein Teelichtglas genommen, auf das Butterbrotpapier. Mit einem Stift fahrt ihr den Umriss nach. Das macht ihr zweimal. Schneidet nun die aufgemalten Kreise mit der Schere aus. Bestreicht einen Rand der Papprolle mit Klebstoff. Legt den Papierkreis auf die Öffnung und drückt das Papier gut fest, bis es klebt. Jetzt füllt ihr eine kleine Menge Linsen, Reis oder was immer ihr nehmen wollt ein. Genauso macht ihr es auf der anderen Seite der Öffnung. Die Rassel könnt ihr nun schon mal testen. Jetzt könnt ihr die Rassel noch nach eigenen Vorstellungen verzieren. So sieht meine Rassel aus.